Noch einmal ganz herzlich willkommen, Martina Renner, antifaschistische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke und stellvertretende Parteivorsitzende. Schön, dass du mit uns eine Stunde hier den Tag der Befreiung feierst und wir über das Vergangene, aber auch über die aktuellen Herausforderungen gemeinsam sprechen können. Ich habe mir gedacht, weil das ist immer ein bisschen persönlicher, wenn du magst, dass du noch ein, zwei Sachen vielleicht selbst zu dir erzählst, dann hat man immer einen ganz netten Einstieg. Ja, mache ich total gerne, Gösta. Du hast ja meine Sprecherinnenfunktion genannt, also Sprecherin für antifaschistische Politik. Und das ist wirklich irgendwie, also für mich irgendwie, der beste Sprecherinnenposten überhaupt, weil nur die Linksfraktionen haben so etwas. Also die anderen, die sagen dann so Strategien gegen rechts und so weiter, aber die vermeiden halt dieses Wort. Und ich finde, das gehört halt bei uns neben der Auseinandersetzung um soziale Gerechtigkeit und Abrüstung Frieden halt zum Markenkern. Deswegen erstmal, also das ist das, was ich machen will. Und was mir auch wichtig ist, immer auch zu betonen, weil du hast jetzt meine Funktion in der Fraktion gesagt und in der Partei, aber ich versuche halt nebenbei auch irgendwie immer, wo ich kann, antifaschistische Recherche zu unterstützen und kleiner Werbeblock. Ich rede ja nachher auch ein bisschen über Rechtsterror. Leute, wenn ihr irgendwie Geld übrig habt und überhaupt auch als Empfehlung, abonniert den rechten Rand. Nächste Nummer wird irgendwie nochmal zum Rechtsterror sein. Da habe ich auch geschrieben über die Waffen bei Nazis, wo die herkommen und warum die Behörden denen nicht nachgehen. Also immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Arbeit im Parlament und Arbeit draußen. Genauso soll das auch sein. Abgesehen davon, dass natürlich mein Job Klima und Energie, nein, ein Scherz. Nein, ich schätze sehr deine Arbeit und verfolge die ja schon, bevor ich in den Deutschen Bundestag gekommen bin, auch die Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss und anderes und auch diese Verbindung gerade von, ich sag mal, Straße und Parlament, was mir ja auch ein Herzensanliegen ist. Und bei mir ist es letztlich, glaube ich, auch neben der Friedenspolitik der Antifaschismus, weshalb ich selbst zur Politik gekommen bin. Das Erleben dieser ersten Welle sozusagen rechter Anschläge in den 90er Jahren, Solingen, aber auch aus meiner Sicht Lübeck, Mölln und andere. Und dann auch das Versagen der Politik, auch das Versagen der SPD damals, die Zustimmung zum sogenannten Asylkompromiss, also die faktische Abschaffung oder zumindest Einschränkung des Asylrechts, das war für mich sehr prägend. Und dann auch der Kontakt auch zu Zeitzeuginnen, die auch ab und zu bei uns zu Hause waren, die Erzählungen. Und ein großer Teil tatsächlich hat bei mir so einen Push noch gegeben, damals der Film Schindlers Liste von Steven Spielberg, der auch sehr viel mit mir gemacht hat. Und deswegen ist immer Antifaschismus für mich auch immer einer der zentralen Ausgangspunkte meiner Politik. Insofern ist es so toll, dass wir heute miteinander hier sprechen können. Ja, Tag der Befreiung. In der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war heute ein Artikel, in dem stand, das solle man nicht Tag der Befreiung nennen, den 8. Mai, weil der wirkliche Tag der Befreiung sei dann erst 1989 gewesen, weil erst dann die wirkliche Befreiung Deutschlands erfolgt sei, weil ein Teil der Deutschen in der DDR unterdrückt gewesen sei und dann mit Verweis auf Stalinismus. Deswegen sagen sie, kann man nicht Tag der Befreiung nennen. Wie siehst du denn das? Also ich habe heute diesen Kommentar auch getwittert mit der Einleitung Verlierer des Tages. Das war vielleicht ein spaßiges Umgehen, aber dahinter steht ja ein ernstes Problem. Also solche Meinungen, Publizistik, aber auch politische Äußerungen, die zeigen ja nochmal, dass dieses Erinnern an den 8. Mai bis heute geschichtspolitisch umkämpft ist. Und in diesem Kommentar fällt ja im Grunde alles zusammen. Zum einen diese Relativierung des Nationalsozialismus mit dem Vergleich dann der
stalinistischen Diktaturen, wie es dort heißt, also so klassisch Totalitarismus-Theorie, aber auch, und ich finde, das ist tatsächlich auch Wesenskern, gerade im Moment der Organisierung in der gesellschaftlichen Rechten, ich meine nicht nur die extreme Rechte, das Thema linken Hass, ja, ist dort genauso ein Moment irgendwie, das Identitätsstiften von FDP bis AfD wirkt. Und auf sowas spielt so ein Kommentar natürlich an. Und bei dem Typen ist es jetzt auch nicht verwunderlich, der hat vormals auch zum Beispiel in der Jugendfreiheit geschrieben, also die man als Neurechts bezeichnen kann. Man könnte sie auch noch schärfer irgendwie, ja, ich glaube, mit dem Adjektiv belegen, aber da muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein. Und er ist einer von vielen, die dann eben auch den Übergang in bürgerliche Presse finden. Und da merkt man eben auch so, es ist bei Weitem nicht so, dass es eine Auseinandersetzung nur mit dem äußersten rechten Rand ist bei solchen Fragen. Und deswegen ist diese ganze Erinnerungspolitik auch nicht abgeschlossen. Ja, also der 8. Mai ist nicht nur für uns irgendwie klar ein Tag zu feiern, aber auch ein Tag der Auseinandersetzung bis heute. Das wird auch noch eine ganze lange Zeit lang in dieser polarisierten Situation, in der wir gerade sind, sicherlich so bleiben. Ja, da gehe ich auch sehr von aus. Ich habe vorhin mit meiner Familie in Kiel telefoniert und gesagt, ja, genießt ihr den Feiertag? Und dann ist mir aufgefallen, ach, die haben in Schleswig-Holstein ja gar keinen Feiertag. Nur Rot-Rot-Grün hat, ich glaube, einmalig den 8. Mai jetzt zum 75. Jahrestag zum Feiertag gemacht. Aber unterstützt auch die Initiative, den 8. Mai generell zum Feiertag in Deutschland zu machen, als ein zentrales, einschneidendes Ereignis und zentralen Wendepunkt. Also Stichwort, das Grundgesetz in dieser Form hat ja, also auch wenn versucht wird, das immer umzudeuten in einen antitotalitären Konsens, hat ja einen antifaschistischen Ausgangspunkt und ist sozusagen geronnener Antifaschismus der eigentliche Text, die Ergebnisse des Potsdamer Abkommens sozusagen in Gesetzestext in vielen Punkten gegossen und demzufolge, wie kann man das erreichen? Also Esther Becerano hat ja auch eine Initiative gemacht, die wir ja auch unterstützenswert finden. Was können wir dazu tun, dass es zum Feiertag wird und wie schätzt du die Chancen auch ein, dass wir den Druck entfalten können? Naja, ich glaube, dass wir tatsächlich bundesweit zu so einem Feiertag kommen, hat dann auch etwas damit zu tun, wie sich gesellschaftliche Kräfteverhältnisse entwickeln. Das ist natürlich auch Ergebnis von Rot-Rot-Grün hier in Berlin. Und an der Stelle muss man auch sagen, tatsächlich, wie ich das auch gerade wahrnehme heute in den sozialen Medien, sehe ich da auch gute Chancen, weil ich sehe auch tatsächlich viele Grüne und Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, die heute sehr offensiv posten zu diesem Tag mit eigenen Veranstaltungen, Kranzniederlegungen und das auch zu ihrer Auseinandersetzung und zu ihrer Geschichte noch mehr machen als vielleicht in der Vergangenheit. Und das kann, glaube ich, auch so ein Eckpfeiler sein für zukünftige gemeinsame Projekte. Was wir erreichen müssen, damit wir das durchsetzen können, ist, glaube ich, dass wir so ein bisschen mehr klar machen, Antifaschismus ist nicht links. Also du hast es ja jetzt schon angedeutet mit dem, wie das ganze Grundgesetz, die Verfassung in den einzelnen Regelungsgegenständen diesen Geist atmet. Es gibt zwar keinen extra Artikel, der jetzt heißt Antifaschismus, aber in vielen Menschenwürdegarantie, auch die Betonung irgendwie von Religionsfreiheit und anderen Grundrechten, ist ja das sozusagen immer mitgedacht. Und wenn wir also dahin kommen, mal klar zu machen, unser Anliegen ist es immer, einen gesellschaftlichen Antifaschismus voranzubringen. Ja, wir sind dann auch Linke und Sozialistin und natürlich verknüpfen wir den Antifaschismus mit anderen Fragen. Ja. Aber er kann auch von einem Liberalen getragen werden. Er kann auch von einem im Grunde auch Konservativen getragen werden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt unsere Aufgabe, dass wir diesen Begriff anders framen. Ja, die Gegnerinnen, vor allem auch die Geheimdienste, die sagen halt immer Antifaschismus synonym mit links, sogar in ihrer Abwertung, haben wir gerade bei der VVN erlebt, ja, also Diffamierung muss man sagen, linksextrem. Und wir müssen sagen, nein, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Ja,
Also ich war sehr froh, dass ja in der Auseinandersetzung um Thüringen, also um die Wahl von des FDPlers Kemmerich mit den Stimmen der AfD und diese Rolle von Björn Höcke ein bisschen als Marionettenspieler überspitzt gesagt, dass in dieser Situation die Diskussion ein bisschen aufgebrochen ist, dieses links gleich rechts auch sehr energisch zurückgewiesen worden ist. Und ich erlebe das auch immer im Internet immer mehr, dass du natürlich die Leute hast, die sagen, rot ist gleich braun sozusagen. Oder wie das Känguru gesagt hat bei Marc-Uwe Kling, was immer so fantastisch ist. Ja, die Linken sind letztlich schlimmer als die Rechten. Die ein Auto anzünden, sind schlimmer als sie ein Asylbewerberheim anzünden, weil ich habe ein Auto, aber ein Asylbewerber besitze ich nicht oder ein Ausländer besitze ich nicht, so ähnlich. Aber das ist überspitzt, das ganze Dilemma ja auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, dass wir da eine riesige Chance haben. Aber ich habe ja eben gesagt, erste Welle sozusagen rechter Anschläge in den 90er Jahren. Und das impliziert, wir haben ja einen NSU-Untersuchungsausschuss, hatte ich ja schon erwähnt, dann die Anschläge in Halle und Hanau und der Mord an Walter Lübcke. Das heißt, die ganze Situation ist ja noch immer gefährlich und es ist nicht weg. Und wir haben gesehen, es reicht eben bis in die Polizei. Und wie schätzt du die Situation ein? Ist rechter Terror, ist das noch immer gefährlich? Und was müsste passieren, damit sich das ändert? Mehr Verfassungsschutz oder wie lösen wir das Problem? Also es hat natürlich nie auch nach der Selbstenttarnung des NSU aufgehört. Ja, es gab weiterhin Morde und Anschläge, aber seit letztem Jahr hat sich schon was verändert durch diese rasche Folge des Mordes an Walter Lübcke und des antisemitischen Anschlagsversuches und der beiden Morde in Halle und zuletzt natürlich Hanau mit neun Menschen, die, weil sie Migrationshintergrund heißt es so, sie sagen es selbst sehr anders, sie legen ja Wert darauf, dass sie zum Teil eben auch postmigrantische Gesellschaft sind, also ja, ermordet werden, also quasi der NSU an einem Tag stattgefunden hat. Das kann man in Zahlen fassen, also so eine Opferzahl, ja, so eine Dichte, die gab es zuletzt 1980, also mit dem Oktoberfestattentat und dem Doppelmord in Erlangen an dem Rabbiner Shlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Das macht schon mal deutlich, ja, die Taktzahl erhöht sich und das ist ja auch Ausdruck der Gefährdung, aber es gibt natürlich auch noch eine subjektive Ebene und die ist im Moment so, dass die Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt gerade nach Hanau ein Gefühl der Konsequenzlosigkeit nach dem NSU verspüren, ein Gefühl der Schutzlosigkeit von Minderheiten und allen, die bedroht sind, auch die politischen Gegner und Gegnerinnen fallen ja darunter. Das ist wirklich jetzt so nach der Verzweiflung direkt danach, weil es ja auch tatsächlich migrantisches Leben treffen sollte und getroffen hat, ja, also dort, wo man sich aufhält, weil das eigene Räume sind, wo man jetzt sich natürlich in der Community fragt, wie kann das jederzeit überall passieren, dann ja, ist Angst dort, also Eltern rufen ihre Kinder immer an und fragen, wo bist du, ja, nach diesem Mord in den beiden Shisha-Bars und ich finde es gut, zum Beispiel heute, es gibt ja diese Aktionen irgendwie unter dem Hashtag Migrantifa, Tag des Zorns, dass man halt genau diese
fehlenden Konsequenzen, dem mangelnde Zuhören von Betroffenen, irgendwie, die Nicht-Thematisierung immer noch von strukturellem Rassismus, die Entschuldigung von Tätern, die werden dann als krank oder erleben wir jetzt auch gerade wieder, also psychisch irgendwie auffällig, irgendwie, beziehungsweise Einzeltäter irgendwie schnell irgendwie bagatellisiert, dass man das in eine politische Aktion ummützt. Das ist ein total wichtiges Moment. Und ich habe tatsächlich ein bisschen den Glauben verloren, dass wir dabei viel Unterstützung haben. Also wir müssen das ein bisschen auch aus unseren Zusammenhängen heraus nach vorne bringen. Ich mache es an einem Beispiel fest, es ist jetzt sehr subjektiv. Wir hatten die Woche Innenausschuss gehabt und haben nochmal Bericht bekommen der Bundesregierung zu allen den drei genannten irgendwie Anschlägen bzw. des Mordes. Und dann kriegen ja alle Fraktionen, du kennst das immer, das Recht zu fragen. Ja? Und dann stellt die CDU keine Fragen zu Kassel. Ja? Ich meine, dass jemand von ihnen mit einem Kopfschuss auf seiner Terrasse ermordet worden. Und das interessiert die nicht. So eine Empathielosigkeit, ja? So eine Ignoranz bei diesem Thema, also das ist so ein bisschen das Gefühl, dann geht das alles unter, gerade wegen Corona. Und wer weiß von uns noch, dass Hanau gerade im Februar war. Das ist wenige Wochen im Grunde her. Ja? Dass ich so ein bisschen irgendwie wenigstens die Hoffnung habe, durch diese ganzen Aktionen jetzt auch heute und die vielen neuen Organisierungsansätze, dass wir es wenigstens schaffen, dass wir uns neben unserer sonstigen Arbeit ein bisschen darauf konzentrieren, irgendwie der Ruf nach Aufklärung und nach Konsequenzen zu unterstützen. Das denke ich, ist ganz zentral. Also doch nicht Verfassungsschutz, was mich immer interessiert, weil Stichwort NSU-Untersuchungsausschuss, jetzt möglicherweise Stichwort Kassel, weiß man ja auch noch immer nicht, welche Verbindung das gab. Und beim Breitscheidplatz ist zwar ein jetzt anderes Thema, anderer Bereich, aber auch da ist hier die Rolle des Verfassungsschutzes nicht gänzlich, sage ich mal, aufgeklärt. Und, darf ich das kurz sagen? Ist ja heute ja, bekannt, gerne. Dass der eine mutmaßliche Mittäter, also nicht der Haupttäter, sondern der Mittäter, Markus H. Versucht wurde, vom Landesamt für Verfassungsschutz als Spitzel zu werben. Das wirft natürlich jetzt viele weitere Fragen auf. War nur das Landesamt an ihm dran? War vielleicht auch das Bundesamt an ihm dran? Die sagen natürlich nein irgendwie. Wir konnten ihn nicht irgendwie gewinnen, aber was ist denn das? Und das Zweite, diese Szene in Kassel war garantiert. Also seit Mitte der 90er Jahren Beobachtungsgegenstand. Also wenn die behaupten, die sind uns irgendwie durchgerutscht, die sind uns irgendwie vom Schirm irgendwie gefallen, weil die waren halt nicht mehr so viel auf Aufmärschen unterwegs irgendwie, sondern haben in Familie gemacht. Dann sind das alles Schutzbehauptungen. Die hatten garantiert gerade zu diesem Teil, weil die sehr militant sind, sehr gut bundesweit vernetzt, irgendwie Erkenntnisse. Das Problem bei den Verfassungsschutzbehörden ist immer, die hocken auf denen und geben die nicht an die Polizeien und die Staatsanwaltschaften weiter, weil die nicht teilen wollen. Ein Geheimdienst will ja nicht Informationen teilen. Und deswegen ist vollkommen klar, die sind nicht hilfreich bei der Bekämpfung von Rechtsterror. Und da, wo sie quasi Quellen schützen, sind sie auch noch im Grunde Teil des Problems. Und das bestätigt sich ja alles wieder. Und dasselbe könnte ich für den Dschihadismus auch sagen. Also es ist nicht anders, die Methodik ist nicht anders. Es gibt Besonderheiten sicherlich dort. Leute, die dort als Spitzel gewonnen werden, zum Beispiel sind oftmals sehr abhängig von Behörden. Die kann man leicht gewinnen, indem man sagt, du kriegst einen sicheren Aufenthalt oder so. Da kommen nochmal Spezifika hinzu. Aber ansonsten machen die da denselben Mist. Und man muss es ja auch sagen, man hat ja auch die Hinweise zu Anis Amri nicht richtig bewertet. Da gibt es ja eine klare Analogie. Und es geht ja so weit, dass es die These gibt, dass die Stärke des Rechtsradikalismus unter der Neonazi-Szene gerade bei euch im Osten so gar nicht möglich gewesen wäre, ohne dass solche
Leute wie Thilo Brandt und andere das mit aufgebaut hätten, auch eben mit Geldern, die letztlich auch aus dem Verfassungsschutz kamen. Also ich sage das immer, damit man es mal versteht, ja. Die haben so viel Geld bekommen irgendwie, dass sie quasi hauptamtliche Neonazis waren. Viele von denen mussten gar nicht mehr der Erwerbsarbeit nachgehen, haben dann noch so ein bisschen hier beim rechten Verlag irgendwie irgendwas gemacht, aber ansonsten hatten die halt genug Geld und Möglichkeiten, im Grunde bezahlter Kader zu sein. Ja? Und wenn die das Geld vom Dienst nicht bekommen hätten, und teilweise gab es ja nicht nur Geld, dann hat man geguckt, kriegt der ein Auto irgendwie und kriegt der mal eine Auslandsreise bezahlt und alles ist dort passiert, wären die auch gar nicht so mobil gewesen. Also, dass sie immer zu irgendwelchen Vernetzungstreffen konnten, dass sie bei jedem Aufmarsch von Thüringen bis nach Worms konnten, ja, und dort irgendwelche Orga machen, das hat was damit zu tun, dass der Staat sie alimentiert hat. Ja. Und da gibt es natürlich einen Zusammenhang und eine Schuld. Also die ist gar nicht zu leugnen, ja. Also das muss man sich halt immer klar machen. Irgendwie, da werden Leute hauptamtlich für etwas bezahlt, was die Grundfesten irgendwie quasi der Demokratie, des Rechtsstaates und des friedlichen Zusammenlebens gefährdet. Und von Staatsgeldern. An dem System merkt man schon, dass es nicht hinhaut. Ja. Die Akten zum NSU in Hessen sind ja weiter unter Verschluss und mit der Verurteilung von Beate Schäpe war in gewisser Weise so ein Schlusspunkt. Geht es da noch weiter oder war es das zum NSU? Weil man hat ja den Eindruck, auch wenn Merkel das den Angehörigen damals versprochen hat, dass eben doch noch nicht das vollständig aufgeklärt ist. Ja, Hessen rühmt sich ja jetzt, dass die Akten nur noch 40 Jahre gesperrt sind. Wow. Ja. Toll, ne? Also ich werde sie nie mehr lesen. Ja. Und das zeigt ja, also nur solche Sachen zeigen ja auch, es muss noch etwas geben, was vor der Öffentlichkeit, vor den Parlamenten und auch vor der Justiz geheim gehalten wird. Weil sonst könnte man noch sagen, bitte, schaut, macht euch ein Bild, was ihr möglicherweise an auch falschen Vorstellungen habt zur Rolle der Behörden, können wir widerlegen. Und dann käme man in einen Dialog. Diesen Dialog will der Staat nicht. Will Hessen nicht, wollen aber auch andere Bundesländer nicht. Ist übrigens bis heute auch so, dass die Akten zum Oktoberfestattentat irgendwie nicht öffentlich gemacht sind. Das wollen sie beim Thema Rechtsterror eigentlich nie. Ja. Das reißt schon an, was bisher ungeklärt ist. Ungeklärt sind zwei zentrale Sachen, auch nach dem Urteil in München. Zum einen, wie groß ist das Netzwerk? Wie viele weitere Unterstützer, Helfer gab es? Was haben die konkret geleistet? Wo sind die heute? Sind die immer noch bereit, rechten Terror auszuüben? Das waren nicht drei. Das waren auch nicht irgendwie, wenn man jetzt die Verurteilung nimmt, in München, es waren fünf. Ja, es waren auch jetzt nicht sieben. Es waren auch nicht irgendwie 17, sondern so ein bisschen Schätzung aus dem, was man irgendwie weiß, aus eigener Recherche, das waren so 40 bis 50 Leute bundesweit an den verschiedenen Orten, wo es Anschläge bzw. Morde oder Überfälle des NSU gab. Die werden alle nicht zur Rechenschaft gezogen. Was heißt das irgendwie? Wenn ich irgendwie Neonazi bin und Terror unterstützt habe und merke, es ist nichts passiert, ist das ja erstmal für mich irgendwie ein gutes Signal, kannst du weitermachen. Ja? Für alle anderen, die draufschauen, ist es auch ein Zeichen. Naja gut, es gibt welche, die kommen dann vor Gericht, aber im Großen und Ganzen, wie kommen wir da durch? Also das ist nicht nur fatal mit Blick auf die Hinterbliebenen, ja, und die Verletzten, also die das als ungerecht empfinden und auch es ist ungerecht, sondern das ist ein politischer Freibrief im Grunde, der da ausgestellt wurde. Und das Zweite ist die Rolle der Geheimdienste. Klar, die sind nicht im Prozess behandelt worden. Die Anträge der Nebenklage sind alle in die Richtung abgelehnt worden. Die Akten sind verschlossen, du hast es gesagt. Es gibt da sehr viele Theorien. Andreas Temme, der Verfassungsschützer, der im Internetcafé war, wo Halit Yozgat ermordet wurde. Ich weiß auch nicht, ob das alles richtig ist, wie weit das da zum Teil auch gedacht wird, dass die da drin stecken oder so, ja. Aber im Kern muss das geklärt werden. Also, weil sonst ist das so eine offene Wunde und es ist, ja, und es ist vor allem, und das finde ich das Allerschlimmste irgendwie, es ist in erster Linie irgendwie
ein Zeichen in die Szene. Die sind in den Gerichtssaal gekommen mit Brüder schweigen bis in den Tod. Ja? Haben sie auf Kameradschaft, Bruderschaft gemacht und so weiter. Ja? Und wenn das alles nicht aufgedeckt wird, dann wissen die halt, es funktioniert. Ja? Es funktioniert. Also ich kann bundesweit irgendwie eine Terrororganisation über viele Jahre irgendwie führen. Ja, und da müssen wir jetzt gucken. Es wird jetzt juristisch, glaube ich, keinen Weg mehr reingeben. Die Untersuchungsausschüsse, die es noch gibt, die kommen auch irgendwann zum Ende. Aber ein Weg ist tatsächlich, den haben jetzt auch einige Journalisten beschritten in Hessen und auch erfolgreich. Wir müssen halt koppeln. Die haben halt geklagt auf Herausgabe auch von Akten, haben zum Teil Recht bekommen vom Verfassungsgerichtshof in Hessen. Gleichzeitig müssen wir Druck machen, immer das Thema weiterhin treiben irgendwie, und dann so ein bisschen ineinander arbeiten irgendwie. Und ja, also ich bin da gar nicht jetzt so pessimistisch, weil ich sehe ja zum Beispiel, dass immerhin nach wie vielen Jahren hat es ein Wiederaufnahmeverfahren vom Oktoberfestattentat gegeben? 2014. Ja, also ja. 34 Jahre später. Ja, das sind echt krass dicke Bretter, die wir da bohren. Ja, aber es ist notwendig. Und ja. das merke ich auch immer wieder, also eigentlich bei jedem Tagesordnungspunkt im Bundestag, wenn wir Plenum haben und wenn die AfD redet. Also es gibt eigentlich keine Rede. Also jetzt neulich zu den Atombombern, da gab es eine Rede, die hat ein AfDler gehalten, die hätte auch ein CDUler halten können. Also für die Stationierung von Atombombern, für atomare Teilhabe. Also das war ein General, der da ist egal, ob der in der AfD oder CDU ist. Aber in der Regel ist es so, dass halt zu diesem reaktionären Grundgerüst dann immer noch Fake News und Hetze kommen bei jedem Tagesordnungspunkt. Rassistische Stereotype, Verharmlosung auch durch Begrifflichkeiten. Und das ist jetzt hier gerade nochmal sehr krass deutlich geworden durch Alexander Gauland, der ja abgelehnt hat, dass der Tag der Befreiung ein Feiertag wird. Mit dem Hinweis darauf, dass es eben ein ambivalentes Datum wäre, also gute und schlechte Seiten hätte und dass nicht für alle Menschen eine Befreiung gewesen wäre, sondern für viele Menschen sei es auch der Tag der absoluten Niederlage. Also ich würde sagen, Tag der absoluten Niederlage trifft vielleicht zu auf diejenigen, die im Sportpalast bei Wollt ihr den totalen Krieg wild applaudiert haben, aber für die Menschheit insgesamt war es eben eine Befreiung, hat mir eben auch gesagt. Und er gesagt, es ist nicht nur ein Verlust an Gebieten gewesen, sondern auch ein Verlust an Gestaltungsmöglichkeit. Ich weiß nicht, welche Gestaltungsmöglichkeit von 33 bis 45 positiv hervorzuheben gewesen wäre. Und das ist das, wo immer wieder die Grenzen verschoben werden in den gesellschaftlichen Debatten, wo die AfD dafür sorgt, dass Positionen wieder sagbar werden in der öffentlichen Diskussion, die sonst, also die waren vorhanden, ne? Aber die waren unter der Oberfläche und die kommen jetzt gerade hoch sozusagen und durch die AfD fühlen sich diese Menschen ermutigt. Wie sehr siehst du das, weil das wird mir häufig vorgeworfen, wenn ich sage, ja, die AfD schürt ein gesellschaftliches Klima mit und ist dann für solche Sachen wie Halle und Hanau mit verantwortlich für diese Ideologien, sagen sie, also das ist so ein Quatsch. Und aber wie siehst du das? Gibt es eine Verantwortung der AfD auch für solche Sachen? Ja klar. Und die wissen auch darum. Also wenn Gauland so etwas sagt mit den Gestaltungsmöglichkeiten, dann weiß er natürlich genau, wo ist die Grenze, wo man mir im Nachhinein offenen sozusagen Bezugnahme auf den Nationalsozialismus Verherrlichung vorwerfen kann. Und er formuliert das dann genau so, dass es noch so ein bisschen interpretationsfähig ist. Er bezieht sich aber natürlich auf dieses Modell einer ethnisch homogenen sogenannten völkischen Gemeinschaft. Das ist klar, das ist auch ein Wesenskern der AfD. Bei alledem, dass sie auch rassistisch und antisemitisch sind. Aber es ist irgendwie ganz, ganz offensichtlich. Und dass die AfD in der Lage ist, auch Diskurse zu verschieben, das sehen wir. Wobei ich sagen muss, sie ist nicht Ausgangspunkt dessen gewesen. Es gibt
bestimmte Entwicklungen, zum Beispiel, dass irgendwie Deutschland schafft sich Abruf von Sacharzin, die weiter zurückliegen, wo das im Grunde schon angelegt war. Ja. Ja. Sie ist der parlamentarische Arm, sie ist ein Verstärker, sie zieht daraus ihr Potenzial. Und ich denke, wir werden es erleben, und das ist tatsächlich auch meine Sorge, gerade in dieser Corona-Krise, mit dem, was wir an diesen rechten Mobilisierung derzeit haben, und meine ich nicht jede einzelne Teilnehmerin, dass jetzt wir es erlebt haben, Rassismus irgendwie hat sich in gewisser Art und Weise etabliert. Ja, also als Ideologie, aber auch als Aktionsform, Pegida Stichwort, Hetze gegen Arme ist ja ein Thema. Dann die ganze Auseinandersetzung um die vermeintliche Ungleichheit der Geschlechter und so weiter. Die haben ja so ein rechtes Thema nach dem nächsten durchgenudelt. Sie wussten ganz genau, es gibt so zwei gesellschaftliche Bollwerke, an die kommt man schwer ran, ohne dafür auch ausgegrenzt zu werden. Das ist zum einen natürlich offener Bezug auf den Faschismus. Ja, das umschiffen sie ja immer mit. Und das ist ein anderes Thema, Antisemitismus. Da wissen Sie auch, ja, wenn Sie da richtig offensiv werden, und im Grunde denken die auch so, auch die AfD, die können so viel wie vermeintliche Israel-Freunde sein, wie sie wollen, sind sie nicht, weil sie sind so Kernantisemiten. Aber sie wissen ganz genau, diese beiden Themen, ja, die zu schleifen, das ist eine längerfristige Aufgabe. Ja, da gehen sie nicht so aggressiv rein. Ja. Und ich kann mir vorstellen, aber das sind die nächsten Themen, die kippen könnten. Und wo wir jetzt echt alles dafür tun müssen, nämlich, dass da die Linien gehalten werden. Ja, weil es gibt immer einen Übergang, also von denen, die reden, zu denen, die dann handeln. Also die AfD, ich meine nur ein Beispiel, dann höre ich auf. Eine Gruppe, die ja auch viele kennen, Nordkreuz, die gehört zu dieser Hannibal-Schattenarmee, wie es die Taz nannte, die in Mecklenburg-Vorpommern mit den Leichensäcken, dem Ätzkalk, den 50.000 Schuss Munition, den Schießübungen und so weiter. Ja. Die hat ja dieses Ding am Tag X, irgendwie kommt die rechte Erhebung und wir liquidieren den politischen Gegner, der sich uns in den Weg stellen könnte. Ja, und dazu auch den Ätzkalk und die Leichensäcke. Und der damalige AfD-Fraktionsvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, ist es nicht mehr, Apel, bei dem gab es mal einen Foreneintrag, da stand drin, irgendwie alle an die Wand stellen, Grube ausheben, Löschkalk drauf. Da sieht man halt, das ist ja bis in die Bilder, ja, dieselbe Vorstellung, was man am liebsten irgendwie mit Linken machen würde. Ja? Und dass dann der Übergang fließend ist, ist vollkommen klar. Jetzt wird nicht Gauland mit der AK-47 in Potsdam plötzlich stehen, aber wenn wir auch gerade bei Nordkreuz gucken, da sind halt AfD-Mitglieder dabei. Und andere ehemalige Beschuldigte in dem Kontext, Maximilian T. Punkt, also gehört zu dieser Gruppe um Franco A., den Soldaten, arbeitet bei Jan Nolte im Bundestag. Also das denken wir uns nicht aus, das ist so. Nee. Und deswegen ist es so, bei dir wahrscheinlich auch noch mehr im Büro, dass seit die AfD im Bundestag ist, unsere Mitarbeiterinnen auch immer die Tür des Büros abschließen, weil wir es auch schon erlebt haben, dass ein AfDler plötzlich im Büro drin stand. Und das ist was man nicht haben will, gerade wenn man weiß, dass auch dort AfDler beschäftigt sind mit neonazistischer Vergangenheit. Und das muss dann tatsächlich nicht sein. Ja. Ja. Aber wie kommt das? Jetzt gerade in der Corona-Krise erleben wir eigentlich eher, dass die AfD verzweifelt um Aufmerksamkeit ringt und in den Prozenten runtergeht. Also glaube ich, letzte Umfrage habe ich gesehen, 9%, die Linke bei 8%, die AfD bei 9%. Das könnte man ja sagen, das ist vielleicht eine Beruhigung. Vielleicht haben die Leute jetzt die Schnauze voll, oder ist einfach das Thema für die jetzt gerade nicht da? Also ich glaube, für viele Menschen irgendwie ist Corona ein Thema, wo einfach ganz viel auf Regierungshandeln, auf Exekutive geguckt wird. Von dort will man Antworten zum A, wie man die Pandemie eindämmt, aber auch, was der Staat tut, die sozialen Folgen irgendwie zu mindern. Also für die Menschen, die jetzt irgendwie nicht mehr ihren Job weitermachen können, auf Kurzarbeit sind,
beziehungsweise für die, die irgendwie das Problem haben, irgendwie Homeoffice mit Homeschooling zu verbinden und ähnliches mehr. Ja? Und auf all diese Fragen hat die AfD keine Antwort. Ja, weil irgendwie so ihre klassischen irgendwie Sündenbock, sage ich jetzt mal, irgendwie Übersetzungen auch von Krise, hatten wir in der Vergangenheit auch irgendwie, die funktionieren halt an der Stelle erstmal so auf den ersten Moment nicht. Also sie haben es weder geschafft, das mit irgendwie den Geflohenen in Verbindung zu bringen, irgendwie. Haben sie versucht, ja. Ja, irgendwie noch irgendwie sozusagen ihre Staatsfeindlichkeit gegen die Institutionen, gegen die Demokratie gerichtet, irgendwie da anzudocken. Aber ich kann mir vorstellen, das kann sich auch verändern. Also wir sollten das jetzt nicht so als festen Punkt nehmen, weil zum einen, ich glaube, so ein bisschen irgendwie in der Bevölkerung das auch ein bisschen gekippt ist mittlerweile. Also viele realisieren natürlich jetzt zunehmend, dass das Ganze nicht in 4 Wochen gegessen ist, ja, und dass die sozialen Auswirkungen Monate, wenn nicht gar Jahre dauern und tatsächlich Existenzen zerstören können, also damit auch tatsächlich sehr lebensnah bei den Leuten richtig Angst und Sorge irgendwie auftritt, und zum anderen dieses Thema Grundrechtseinschränkungen irgendwie durchaus auch als Bedrohung von individuellen und bürgerlichen Rechten irgendwie gesehen wird, wo man auch eben das Gefühl hat, dass ist vielleicht auch so, dass der Virus vielleicht irgendwie in seiner Bedrohung abnimmt, aber die Einschränkungen irgendwie weitergehen. Und das kann natürlich die Situation ändern, dass sich da irgendwie die AfD neu aufstellt als vermeintliche, was irgendwie absurd ist, ja, in rechte Nazis, die uns jetzt irgendwie unsere Grundrechte irgendwie retten wollen, ja. Also verschrobener geht's ja gar nicht, ja. Also erstmal lehnen die eigentlich grundhaft ab, ja, und alle Prinzipien irgendwie von Gewaltenteilung, von der Rolle der Medien und sowas. Ja. Dann wollen die in ihrem Gesellschaftsbild, also wenn sie könnten, wie sie wollten, wenn, ne, der rechte Putsch klappen würde, würden die einen autoritären Führerstaat machen. Ohne Parteien, ohne Opposition, ohne freie Presse, würden am liebsten den politischen Gegner liquidieren und quasseln jetzt da draußen von Versammlungsfreiheit. Ja. Aber das wirklich auseinanderzunehmen, ja, das müssen jetzt auch Linke tun, ja, in zweierlei Hinsicht. Einmal immer klarzumachen, was ist der Wesenskern von autoritären Ideologien, ja, und das ist nicht das, was Leute da irgendwie meinen, wenn sie das Grundgesetz hochhalten. Und zum anderen müssen wir auf diese ganzen Fragen konkrete Antworten geben. Ja. Keine abstrakten, konkrete. Wie soll das weitergehen? Okay. Ja? Wenn wir das nicht schaffen, dann glaube ich, könnte die AfD wieder aus der Situation gewinnen können. Ja? Aber das ist jetzt alles nur eine Prognose. Also zwei Beobachtungen. Also zum einen, in dieser Sitzungswoche hat die AfD genau begonnen, das zu tun, bis hin zu Carsten Hilse von der AfD, der glücklicherweise mal wieder nicht zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags gewählt wird. Ein Faschist hat ja nichts zu suchen. Der Carsten Hilse hat aufgerufen, dass das Volk zum Widerstand gegen die deutsche Bundesregierung und hat das Widerstandsrecht aus dem Grundgesetz, also Stichwort Antifaschismus, Stichwort Konsequenzen aus 1945, hat er genannt und versucht da sozusagen anzudocken. Da passt nämlich dann die zweite Beobachtung zu. Ich konnte beobachten vor dem Reichstag am Donnerstag, da habe ich auch einen längeren Beitrag jetzt zugeschrieben, eine Demo, die ist von dem durchgeknallten veganen Starkoch Attila Hildmann einberufen worden, der sich jetzt mit Xavier Naidu ganz gut versteht, der ja auch schon länger wegen Reichsbürgersachen und so weiter aufgefallen ist. Und bitte? Mit Ken Jebsen, der ist da vielleicht auch. Genau, wobei Ken Jebsen war nicht da, der ja, ist bei einigen anderen Demos hier, Rosa-Luxemburg-Platz und sowas. Aber ich wollte sagen, was mich da erschreckt hat, ist, dass ich zum einen Reichsbürger gesehen habe, also die Polizei hat auch Plakate gegen die Besatzung Deutschlands und so weiter und so fort, haben sie da auch entfernt. Also zum einen Reichsbürger, dann wirklich beinharte Neonazis,
also auch so richtig Nazi-Hools, ne? Mhm. Und einer von denen hat auch einen ARD-Kameramann da angegriffen. Und aber auf der anderen Seite habe ich migrantische Jugendliche da gesehen. Ich habe Väter und Mütter mit ihren Kindern gesehen. Und ich habe Esoteriker gesehen oder so ein grünes, grün-linkes Milieu, weiß ich nicht genau, wie ich das beschreiben soll, in langen Kleidern, die dazu Gitarrenmusik getanzt haben. Das waren total wirre Szenen, wo ich gedacht habe, die einen hätte ich gerne mit einer Blockade weggerockt und den anderen hätte ich gerne gesagt, ey, geht's noch mit Nazis hier vorm Reichstag rumzustehen? Und das ist für mich diese Frage, wie kriegt man das wieder auseinandergedröselt? Ja, also es ist auch meine Beobachtung, wobei es auch regionale Unterschiede gibt. Also im Osten ist es zum Teil deutlich mehr irgendwie von organisierten rechten Kreisen aus irgendwie jetzt veranstaltet, als wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Baden-Württemberg oder Berlin zum Beispiel, wo es genauso ist, wie du das jetzt beschrieben hast, oder München war es auch so. Ich denke, das geht auch nicht so einfach, indem man da hingeht und sagt, ihr spinnt. Ja? Oder schaut euch die Idioten an. Oder sagt, das ist alles, sind alles Nazis. Das, glaube ich, geht nur, indem man zum einen wirklich deutlich macht, wer ist dort, wer sind diese handelnden Akteure, auf was für Vorstellungen beziehen die sich, wie bei dieser ganzen neuen Weltregierungs-Idee, ja, die ist ja nicht neu. Das ist ja die klassische irgendwie jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, wie gewendet dann nochmal dreimal über zum Beispiel Zionist Occupied Government, über die Bilderberger, über was weiß ich. Das ist so eine klassische jüdisch konnotierte Verschwörung, die antisemitisch ist im Kern. Die heißt, da gibt es irgendwo eine Geheimregierung, die Strippen zieht. Die formalen Regierungen sind nur die Marionetten und die setzen halt ihre irgendwie niederträchtigen Ziele durch, indem sie die Leute unterjochen und abhängig machen und steuern. Und also es ist genau. Ist eigentlich nichts Neues, heißt jetzt ein bisschen anders, wird dann mit Impfzwang irgendwie verquirlt und mit der WHO. Aber das war natürlich immer so, solche antisemitischen Vorstellungen werden natürlich immer neu übersetzt. Ja. Das muss man, glaube ich, einfach auch ein Stück weit verständlich, also ohne belehrend zu sein, deutlich machen. Dann muss man deutlich machen, dass das, was dort thematisiert wird, ja, also diesen vermeintlichen Impfzwang zum Beispiel, das ist fiktiv. Das sind alles Gespinste. Und vor allem, wenn man sich mit den Gespinsten lange noch beschäftigt, geht die Zeit verloren, wo die Leute sich um die wirklichen Fragen hätten kümmern können. Ne? Nämlich irgendwie, was mache ich denn jetzt für die Selbstständigen irgendwie? Was ist denn mit den Alleinerziehenden, die jetzt wieder arbeiten gehen sollen und die Kitas haben nicht auf und so weiter? Das wirklich Leute bei ihren unmittelbaren Interessen anpacken und klar machen, da geht es nicht um eure unmittelbaren Interessen. Da geht es um eine Ego-Show von diesem Hildmann, ja, der sich jetzt so als, keine Ahnung, rechter Messias da aufspielt und sowas. Und dann muss man halt gucken, dass man versucht, auch eigene Formate zu finden, wo man diese berechtigten Fragen auch thematisiert und auch in Aktionen übersetzt. Ja? Also wir haben auch kein Interesse an einem permanenten Ausnahmezustand. Können wir nicht haben als gesellschaftliche Linke. Das nimmt uns ja die Möglichkeiten zu agieren. Also unter permanenter Einschränkung vom Versammlungsrecht, ja, möchte ich uns mal sehen, wie wir einen Streik organisieren und sowas. Ja. Also da müssen wir vielfältig rein und das auch genau beobachten. Ja, und dann wird es einen Teil geben, wo ich sage, das, ich glaube, ist eine Szene, die kennen wir schon. Die hat halt früher Friedenswinter gemacht oder keine Ahnung. Die, na, also so jemand, der wirklich seit vielen Jahren in so einem Denke lebt, dieser Staat ist illegitim, ich habe ein Selbstverteidigungsrecht und am besten bewaffne ich mich irgendwie. Ja. Wenn die Schergen irgendwie der BLD GmbH kommen, die werden wir halt auch wahrscheinlich nicht überzeugen, so bitter ist es. Ja.
Ja, also Hildmann und Xavier Naidoo haben ja auch schon gesagt, sie sind bereit, sich einen Kopfschuss von der Bundesregierung einzufangen. Und der Ja. Hildmann sucht ja jetzt einen Unterschlupf, weil er zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt worden sei und will irgendwo sich im Keller verstecken. Ich weiß nicht, wer das gerne möchte, so einen Typen mit einer Pumpgun bei sich im Keller zu wissen. Weiß ich nicht, ob das so eine lustige Vorstellung ist. Also meine Befürchtung ist halt, dass das immer weiter so zugespitzt wird und so irre zugespitzt wird, dass bei irgendjemandem dann doch schon mal die Sicherungen durchbrennen wie in Halle. Ja. Weil, also wenn du die vergleichst, was dieser Hildmann vertritt und was der Attentäter oder der Mörder von Halle da vertreten hat, da ist kein großer Schritt mehr dazwischen, sondern das in dieser Wahnhaftigkeit. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, die sich auch alle, die meinen, sie müssten zu diesen Demos gehen, mal bewusst machen sollen, was sie da sozusagen gerade anrichten. Und deswegen bin ich auch sehr froh, es gibt ja nicht nur auf dem Rosa-Luxemburg-Platz morgen und hier vor dem Reichstag so eine Demo, sondern auch bei uns in Kiel im Norden wird es eine Demo geben. Und der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus mobilisiert dagegen. Das freut mich sehr. Es wird eine Gegenkundgebung dort geben. Und es wird einen Infostand geben mit einem Flyer, wo genau das auch argumentiert wird, wo die Thesen zurückgewiesen werden. Und also mein Problem ist, die verunmöglichen auch eine vernünftige Kritik. Ja. Also du kannst beispielsweise ja gerne kritisieren, dass die WHO so unterfinanziert ist von der internationalen Staatengemeinschaft. Das ist eine Dramatik. Ich meine, wenn du vergleichst die Rüstungsausgaben, die weltweit rausgehauen werden, und die Ausgaben für die Weltgesundheitsorganisation, dann ist das erbärmlich. Also müsste mindestens gleichwertig oder WHO müsste viel, viel mehr Geld bekommen, Rüstungsausgaben runtergefahren werden, unsere Forderungen logischerweise. Und so eine vernünftige Kritik daran wird da verunmöglicht, weil du kannst ja schon sagen, es läuft eine Menge falsch im Gesundheitswesen. Es gibt da Versäumnisse der Bundesregierung, diese ganzen Privatisierungsmist. Pflegekräfte werden unterbezahlt, dann die Aufweichung der Arbeitszeiten oder dieser Immunitätsausweis, den Spahn vorgesehen hat, der ja massive Missbrauchsmöglichkeiten geboten hätte, beispielsweise für Arbeitgeberinnen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, eine vernünftige Kritik zu formulieren und gleichzeitig diese Pandemie ernst zu nehmen. Was ist nicht ausgestanden? Also jeder, der jetzt sagt, so, das ist jetzt erledigt, würde ich sehr zur Vorsicht raten. Wir hatten jetzt gerade ein Gespräch mit Andreas Günther von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York und da hat man gesehen, was das für eine Dramatik auch annehmen kann. In Italien hat man es gesehen, in Großbritannien hat man es gesehen. Und wie siehst du das? Welche Linie wäre da die richtige? Also so wie du es jetzt skizziert hast, finde ich, dass eigentlich der Weg, den die Linke jetzt gehen muss. Ich glaube aber, weil vieles von dem, was wir jetzt gerade mit Blick auf diese Demonstrationen oder Kundgebungen sagen, ist ja schon im Bereich, dass wir sie für ihre Faktenfeindschaft und für ihren Antisemitismus und Verschwörungstheorien irgendwie kritisieren. Aber wir haben noch nicht wirklich einen Begriff davon, ob das wirklich auch gefährlich werden kann. Und da aus meiner, sozusagen aus meinem Thema heraus, würde ich halt auch und gerade auch mit Blick darauf, dass wir Leute überzeugen müssen, da nicht mitzumachen, darauf hinweisen, dass ich durchaus jetzt schon die Passagen sehe, die aus dieser Bewegung auch in eine Militanz führen können. Da ist nicht nur der Angriff auf den Pressevertreter auf der Reichstagswiese jetzt zu nennen, sondern auch wird ja gerade so ein bisschen irgendwie am Rande dann auch assistiert das Ganze durch diese Sprengstoffanschläge auf die G5-Masten europaweit, wo ich auch sagen würde, bevor man so weit drauf ist, irgendwie einen Sprengsatz zu bauen, muss man auch eine gewisse Hemmschwelle schon mal überschreiten. Und dann ist es halt vielleicht, wenn man das einmal gemacht hat, auch so, dass man auch irgendwie ja, Lust verspürt an so etwas. Ja. Und
Zum anderen, du hast es angesprochen, diese Inszenierung von Hildmann, ja, die mögen wir belächeln, ja, aber die ist ja schon irgendwie durchaus auch so ein Täterprofil. Ja, ja. Also diese Vorstellung, ja. Es liegt an mir, ja, ich werde jetzt hier irgendwie ich bin die Elite, ich bin irgendwie der Märtyrer, ja, ja. Ich bin der politische Soldat, so heißt es klassisch im Rechtsterror, ja, ja. Und ich kann das alles aufhalten, ja, ich setze ja. ein Zeichen, das war auch der Mord an Walter Lübcke übrigens, genau das. Ja, ja, und das scheint bei ihm auch durch, das sehe ich auch ja. so. Und ob der das jetzt machen würde, er scheint auch irgendwie so weit Hedonist zu sein, dass als die Polizei anrückt, irgendwie er sich schnell irgendwie mit seinem Auto festgehoben hat. Ja, das war eine irre Szene, ja. Ja, aber es können ja andere geben, die jetzt darüber quasi auch an so eine Vorstellung eines, irgendwie, ich habe ein Selbstverteidigungsrecht, ich muss was tun, wir müssen mehr als nur reden, wir müssen auch handeln, wir müssen denen Angst machen, wir machen hier den Sturm auf den Reichstag. Und wenn du einmal in so einem Denke bist, ja, dann wissen wir halt, vielleicht nicht heute, aber in 5 Jahren entwickeln sich da Leute irgendwie, die dann auch durchaus auch nochmal irgendwie zu Gewalt greifen können und nicht nur irgendwie zu so einer Kundgebung gehen. Und deswegen ist es so eine auch gefährliche Melange, die da gerade unterwegs ist, irgendwie, wo auch Leute, ja. glaube ich, in ja. die rechte Szene überführt werden können, die vielleicht jetzt gerade nur, ja, ich sag mal, vielleicht irgendwie nicht fortschrittliche Positionen haben, Impfgegnerinnen oder sowas, aber jetzt nicht wirklich völkisch oder sowas drauf sind, nationalistisch, aber wenn du lange genug mit so einem rechten Geschwurbel zu tun hast, dann kann das ja auch attraktiv werden. Also deswegen, ja. wir müssen es ganz genau uns angucken. Das denke ich auch und ich bin ganz froh, dass die Linke da in diesem Punkt eine klare Haltung hat und genau wie ich auch in der Debatte um die Flüchtlingspolitik argumentiert habe, es geht eben darum, dass wir eine klare Kante da zeigen. Also niemanden aufgeben, mit den Menschen diskutieren und argumentieren und Alternativen anbieten, auch eine linke demokratische Systemkritik formulieren, aber eben sich nicht gemein machen mit den mit solchen Thesen und nicht sagen, ey, es ist schon okay, sonst bist du auf der richtigen Seite, nur da spinnst du jetzt gerade ein bisschen. Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist klare Kante, Alternativen und Inhalte benennen. Vielleicht können wir das als positive Ausblick sozusagen ein bisschen stehen lassen. Ja, gerne irgendwie. Ich glaube auch tatsächlich, das ist ein bisschen unser Auftrag, ja, also natürlich ist diese Situation für uns jetzt auch neu. Niemand von uns hat bisher eine pandemische Krise erlebt. Wir haben Erfahrungen im Umgang mit Rezession, mit Wirtschaftskrisen, auch was linke Antworten darauf sind, auch wie das Kapital reagieren wird und so weiter. Da haben wir Erfahrungswissen, ja. Aber zu so einer Situation, das fehlt, die müssen wir jetzt entwickeln, aber in der Praxis entwickeln. Ja, da wollen wir jetzt nicht warten, bis jemand irgendwie nee. Ein abschließendes Kompendium dazu geschrieben hat, sondern wir müssen in der Situation eine linke Praxis entwickeln. Die wird auch suchend sein, die wird auch mal falsch sein. Ja? Aber die muss vor allem, glaube ich, eins machen. Eins ist ein Unterscheidungsmerkmal zur Rechten immer als Linke. Wir machen den Menschen nicht Angst, wir machen den Menschen Hoffnung. Ja. ja. Und aus dem Grunde verbietet es sich schon, dass man zu diesen Leuten geht, die sagen irgendwie, wir werden alle demnächst irgendwie Nanochip implantiert bekommen und nur noch wie die Roboter hier irgendwie die Bill Gates Armee machen. Ja? Also so, allein solche Vorstellungen ist schon, muss für uns klar sein, ja, das ist Angst, ja, das ist Panik, ja, das ist auch Ohnmacht, die ja. sich damit ausdrückt und das ist nie links, das kann nie links sein. Mhm. Ja. Super Abschluss. Vielleicht last but not least, das mache ich immer ganz gerne. Jetzt kommt das Wochenende. Man ist auch hier und da, hat man abends jetzt auch Zeit gehabt, um mal eine Serie zu gucken oder ein gutes Buch zu lesen. Mhm. Kannst du jetzt gerade irgendwas empfehlen oder ans Herz legen? Was kann man irgendwas Besonderes empfehlen an Filmen, Serien oder ein gutes Buch empfehlen? Was liest du oder siehst du gerade? Zum Thema jetzt. Also ich weiß auch gar nicht, gerne, ja. Also ich habe auf jeden Fall mir vorgenommen, dass ich mir Hunters angucken will. Also diese US-Serie. Also
Nazi-Jägerinnen Ah irgendwie. ja. Ist auch die Kritik dran, aber man muss sich dann ein eigenes Bild machen. Ich finde es aber immer interessant, wenn sowas in populärer Art und Weise rüberkommt. Deswegen bin ich auch ein großer Tarantino-Fan, ja. Also ich finde, klar kann man sich irgendwie Dokus angucken und Romane durchlesen, aber auch so ein Thema muss auch irgendwie so übersetzt werden, dass es im Spielfilmformat irgendwie auch irgendwie ja, Spaß macht, ja. Und ansonsten, also zum Thema Spaß machen, also ich konnte jetzt heute nicht draußen sein zu irgendwelchen Gedenken, weil ich auch vorhin bei der Stiftung war, aber morgen habe ich mir vorgenommen, in Treptower Park zu gehen irgendwie und dann gibt es einen Wodka irgendwie auf die Befreiung mit Sehr Freunden und gut. Abstand. Genau. Sehr, sehr gut. Genau, also das Ja. Feiern Ja. muss auch sein, auch in Corona-Zeiten. Ja, was ich dir und unseren Zuschauern vielleicht noch ans Herz legen kann, ZDF hat das und ich weiß nicht, ob die ARD das auch hat, eine Zusammenstellung von Filmen jetzt zum Thema Jahrestag der Befreiung, wo einige wirklich richtig gute dabei sind. Also zum einen auch aktuelle Filme, aber auch DEFA-Filme. Das macht es ein bisschen wett, dass unser Fernsehprogramm heute am 8. Mai echt total arm ist. Also da ist der ganze Quatsch, den man immer hat und antifaschistische Filme oder zum Thema findet man da wenig. Aber schaut in die Mediatheken rein, da ist eine Zusammenstellung von auch guten Filmen. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, Martina, herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unser Gespräch fand ich sehr schön. Ich freue mich, dich als Kollegin zu haben und ich wünsche dir ein schönes Wochenende Ja. und wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder in der nächsten Sitzungswoche. Genau, ja. Danke auch an dein Team fürs Organisieren und allen schönen Abend. Herzlichen Dank, schönen Abend allen. Ja. Tschüss. Ciao.